Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Näher, der Nähpark-Podcast. Ich bin Tanja und ich spreche gerne über Nähmaschinen. Ein Jahr lang haben wir das jetzt mit den Nutzern gemacht, also mit euch. Und da waren Leute dabei, die hobbymäßig nähen oder auch gewerblich und auch ein paar von meinen Kollegen und Kolleginnen. Für das Special zu unserem ersten Geburtstag wechseln wir die Seite. Wir sprechen mit den Herstellern. Genauer gesagt mit verschiedenen Mitarbeitern der Herstellerfirmen. Und wir wollen über die Produkte sprechen, über die Geschichte des Unternehmens, über die Geschichte des Gastes, ob privat genäht wird und vielleicht werfen wir auch einen Blick in die Zukunft. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast auf eurem Podcast-Player und folgt dem Nähpark auf Instagram. Der Podcast hat jetzt auch einen eigenen Insta-Kanal, Einfach Näher Podcast. Dort könnt ihr gerne kommentieren oder Fragen stellen. Wer kein Social Media hat, der kann natürlich auch kommentieren oder Fragen stellen. Und zwar haben wir einen Beitrag auf unserem Nähratgeber. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge spreche ich mit Petra Donath von Schmeetz. Hallo Petra. Ja, hallo. Freut mich sehr, dass wir uns mal wieder sehen. Wir haben uns zwar erst gesehen, aber da hatten wir nicht viel Zeit zum Reden. Und jetzt können wir eine Folge lang über Nähmaschinennadeln sprechen. Peter, mit was fangen wir an? Fangen wir an mit der Geschichte von Schmeetz oder wie du zu Schmeetz gekommen bist oder warum es Schmeetz heißt und nicht Schmetz? Ja, also das Thema Name, wie spricht man den Namen Schmeetz aus? Also die Amerikaner sagen grundsätzlich Schmetz oder sogar Skemetz. Schmeetz kommt aus Herzogenrath und dort wird dieses E eben halt lang gesprochen vor dem TZ. Es heißt also wirklich Schmeetz. Wäre jetzt Aber aber nicht egal, schlimm, wenn man Schmetz sagt. wie man es ausspricht, also es ist nicht schlimm. Wir kriegen auch manchmal Post, da steht dann Schmerz drauf. Ja, das ist so ein Tippfehler, weil das R und das T liegt direkt nebeneinander und da machen dann ganz viele Schmerz draus. Das ist dann manchmal ganz lustig, ne? Was da draus gemacht wird. Wir hatten auch mal auf einer Messe Päckchen, Nadelpäckchen, diese kleinen Boxen, die verteilt wurden. Da waren Nudeln drin und obendrauf stand nicht Schmeets Nadeln, sondern Schmatz Nudeln. War so ein kleiner Werbegag. Aber das kann man halt alles aus dem Namen machen. Richtig ist tatsächlich Schmeetz. Aber es bleibt dann hängen mit den Nudeln auf jeden Fall. Ja. Ja, wie bist du zu Schmetz gekommen? Wie bin ich zu Schmeetz gekommen? Ja, ich habe mich beworben und wurde dann genommen. Schmeetz kenne ich ja schon länger. Also ich habe eine Ausbildung gemacht im Industriebereich. Ich habe Bekleidungstechnik studiert. Habe eine Lehre gemacht, auch in der Industrie als Bekleidungsfertigerin, das heißt also richtig so an der Industrienähmaschine oder an Nähmaschinen. Und nach dem Studium war ich eine Zeit lang im Ausland, in Griechenland 10 Jahre, so in der Produktionsüberwachung einer Blusenfirma. Das ist so mein Hintergrund, was das Industrienähen angeht. Genäht habe ich, solange ich denken kann. Ich habe halt angefangen, wie ganz viele so, für ihre Puppen was zu machen. Erst mit Hand, dann durfte ich irgendwann auch mal an die Maschine meiner Mutter. Und irgendwann hatte ich dann auch mal meine eigene Nähmaschine. Und ich habe eigentlich so mein ganzes Leben lang genäht. Angefangen hat es mit Kleidung dann für mich, als es so richtig an die Nähmaschine ging. War dann eine Zeit lang, als ich dann wieder in Deutschland war, in der Forschung tätig, das gab es damals auch. Und zwar ging es da um das Nähen und alles, was dazugehört. Also die Stoffe, wir haben Stoffe getestet, wie man die am besten vernähen kann mit Faden und was weiß ich nicht alles. Wir haben Nähfäden getestet von bestimmten Nähfadenherstellern, die neue Fäden auf den Markt gebracht haben. Wir haben Einlagen getestet und, und. Und
Ja, irgendwann war das mal zu Ende. Da hatte ich dann auch schon mit Nadeln zu tun gehabt. Dadurch kannte ich auch den einen oder anderen bei Schmeds und ja, habe dann gedacht, das wäre dann vielleicht auch ganz interessant, mal auf diese Seite zu wechseln. Und bin dann bei Schmeds zuerst auch im Industriebereich tätig gewesen. Also bin da viel durch Asien gereist, habe da eben ja, Beratung gemacht, habe Vorträge gemacht, habe informiert über unsere Nadeln, was es gibt. Und in der Industrie ist das ja so, das ist immer ja, so getrieben, wie kann ich Fehler vermeiden? Ja, ich habe einen Fehler und welche Nadel hilft mir jetzt, mein Problem zu lösen? Also Beispiel verschmierte Nadeln, wo dann dauernd der Faden reißt. So was geht in der Industrie nicht, ne? Also da Ja. näht man ja relativ schnell und das war eigentlich so meine erste Aufgabe bei Schmeds. Da lief, sage ich mal, das Haushaltsgeschäft so nebenbei mit. Und ja, irgendwann ging es dann immer mehr in den Bereich Haushalt rüber. Hat mich natürlich auch interessiert, weil ich finde es spannender im Haushaltsbereich, weil da ist das nicht so problemgetrieben, sondern da ist das eher ja, positiv und man hat Spaß beim Nähen. Das ist ein Hobby. Man will wissen, was kann ich damit machen? Ja, so wie du vorhin auch schon mal sagtest oder häufiger auch gesagt hast, ich reize alles aus, ja. Man reizt seine Nähmaschinen aus. Ich finde das immer schade, dass so viele Leute eine Maschine besitzen oder sich auch kaufen, weil die ein paar Zierstiche mehr hat. Und was machen sie hinterher damit? Sie nähen vielleicht gerade mal mit Zickzack oder ja, trauen sich vielleicht sogar auch mal an den Blindstich. Aber das war's dann. Und ja, und dann war meine erste Aufgabe, als ich dann so langsam in den Bereich Haushalt rüber geglitten bin, sage ich mal, das Nadel-ABC zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Das war vorher, ich würde mal sagen, mehr so ein Katalog, wo die wichtigsten Nadeln drin standen. Und ja, wir sind dann halt hingegangen, haben es informativer gemacht und mehr auch an Wissen über die Nadeln reingebracht, weil wir ganz häufig festgestellt haben, dass so Fragen kommen von den Kunden, ja, warum soll ich da die Stretch-Nadel nehmen? Warum soll ich da nicht die Jersey-Nadel nehmen? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen den Nadeln? Das ist so eine ganz häufig gestellte Frage. Und wir versuchen eben da auch die Fragen der Anwender zu beantworten. Also ich kriege das ja jetzt auch mit. Wir besuchen ja seit einigen Jahren auch viele Endverbrauchermessen. Also nicht nur jetzt die H&H, was ja eine Messe für die Hersteller und Großhändler und Händler ist, sondern auch Messen wie die Nadelwelt beispielsweise oder wo wir uns zuletzt gesehen haben, die Patchwork-Tage. Und da kriegen wir dann auch viel mehr mit, was so im Anwender vorgeht. Abgesehen davon, dass ich auch vieles aus der Anwendersicht sehe, weil ich selber halt nähe. Und ja, du lachst jetzt gerade, aber als Hersteller sieht man manches natürlich anders, ne? Ja. Das fängt zum Beispiel damit an, wenn ich dann höre, ja, ich verbrauche viele Nadeln oder ich verkaufe viele Nadeln und dann sind das vielleicht 100 Stück, ja. Und wenn ich davon ausgehe, dass wir sagen, also bevor wir überhaupt anfangen, eine Nadel zu machen, müssen wir mal über die Mengen reden. Das sind dann Minimum 10.000 Stück von einem Nadeltyp, einer Nadeldicke. Also genau dasselbe. Und wenn ich auch überlege, die Herstellung einer Nadel, wie lange das dauert vom ersten Schritt, wo der Nadeldraht geschnitten wird, bis dann zum letzten Schritt, das sind 3 Monate. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Wie das Ganze dann produziert wird. Es kommt ja am Ende nur so ein kleines Teil dabei raus. Ja. Dass das Ganze wirklich so lange dauert, kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Das heißt, die wird ja länger produziert, als ich sie in der Regel benutze. Genau. Ja gut, vielleicht nächstes Jahr nur einmal in 3 Monaten oder zweimal. Ja, es kommt auf die Sorte drauf an. Aber jetzt Ja. also meine Standardnadel, die super Universalnadel, die ist eigentlich schon täglich im Einsatz. Da haben wir schon was gemeinsam. Da wollte ich jetzt eben fragen, du hast vorhin
im Industriebereich noch von der Beschichtung oder von dem klebrigen Material gesprochen. War das so der Anfang dieser Super-Universalnadel? Also der Bedarf ist ja immer zuerst in der Industrie da. Genau. Also das war halt tatsächlich so, in der Industrie gab es eben viel diese Probleme. Man näht da ja mit höheren Geschwindigkeiten. Und je höher die Geschwindigkeit ist, es entsteht ja immer Reibung zwischen der Nadel und dem Stoff. Und wenn ich ganz schnell nähe, ist das ganz viel Reibung. Und dann wird die Nadel tatsächlich richtig, richtig heiß. Das passiert im Haushaltsbereich eher nicht so, weil wir da gar nicht so schnell nähen und auch nicht so lange Nähte meistens nähen. Wir stoppen ja viel mehr. Also manchmal merkt man es, finde ich, beim Sticken. Ja, sie wird vielleicht ein bisschen warm. Genau, also nicht heiß, Ne? sondern wenn ich ein großes Motiv gestickt habe, dann ist meine Nadel warm und mein Greifer heiß. Ja. Ja, aber das sind zum Beispiel so Sachen, ich habe ja auch wenn früher sehr viel die Nadeltests gemacht von uns, beziehungsweise ausprobiert, welche Nadel zu welchem Stoff passt und so weiter. Und wir haben da auch teilweise Langzeittests gemacht mit Nadeln, wo wir wirklich an Bändern, die wir zum Beispiel aus schwerem Denim hatten, mit mehreren Lagen, mehreren Nähte dazwischen, die wir konstant haben rundlaufen lassen durch eine Maschine. Und dann kann man die Nadel nicht sofort anfassen, wenn man stoppt und sie rausnehmen will und unter das Mikroskop legen will, weil man verbrennt sich tatsächlich die Finger. Die wird Okay. also ein paar hundert Grad heiß. Ich glaube, das sind so um die 300 Grad, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und das führt natürlich dazu, dass die, also wenn man ohne Faden näht, wir machen solche Tests immer anfänglich ohne Faden, um zu gucken, was mit der Nadel passiert. Wenn du einen Faden drin hast, ist die Temperatur geringer, weil der Faden die Nadel auch kühlt. Aber ja, und wenn die Nadel halt heiß wird, also Polyester zum Beispiel hat einen Schmelzpunkt von um die 200 Grad. Wenn ich dann also so einen Polyesterstoff nähe, also man stellt sich mal so die Sporthemden vor von bestimmten Bekleidungsherstellern, das ist ja oft in der Regel Polyester oder Polyamid, und dann schmilzt das eben beim Einstechen das Material an und das bleibt dann an der Nadel hängen und irgendwann geht dann auch mal das Nadelöhr zu. Und wenn Ja. das Nadelöhr kleiner wird, reißt halt der Faden. Das galt es halt zu vermeiden und da wurde dann mit unterschiedlichsten Beschichtungen experimentiert, bis man dann eben zu dieser Beschichtung dann gefunden hat. Und die war eben in der Industrie zuerst im Einsatz, sehr erfolgreich, auch heute noch. Und dann habe ich mal irgendwann gesagt, Leute, können wir das nicht auch mal bei Haushaltsnadeln machen? Da hatte ich ja dann sehr viele Kollegen, die dagegen gesprochen haben, also von der Nadelseite her, die aber nicht selber genäht haben. Und die meinen ja im Haushaltsbereich, es näht ja keine Maschine 6.000 oder 8.000 Stiche pro Minute. Ja. Die sind ja, damals waren sie so zwischen 600 und 800, heute gehen sie bis zu 1.600 etwa. Und die sahen da keinen Bedarf. Und da habe ich gesagt, ja, es ist ja nicht nur das, ne? Also, dass man eben so schnell näht, sondern da fing man dann auch so langsam an, viel mit Klebern zu arbeiten. Also ich kenne das aus dem, Style-Fix. ja, zum Beispiel, ne? Das waren so die ersten Sachen eben um Reißverschlüsse. Also ich kenne das aus dem Bereich Reißverschlüsse, dass man die nicht rein wollte, sondern eben dieses Stylefix verwendet hat zum Kleben. Und wenn man durch sowas durchnäht, dann passiert es schnell, dass so ein Kleber eben sich auch an der Nadel absetzt. Oder es gibt auch, ich habe das mal gehabt, da habe ich mit einem beschichteten, wasserlöslichen Vlies, was eben selbstklebend war, habe ich Zierstiche angefertigt und mir verschmierte dauernd die Nadel. Und da habe ich gesagt, das sind doch Gründe, warum man das gebrauchen kann. Ja, aber das ist doch viel zu selten. Und also da habe ich lange, lange, lange für kämpfen müssen. Ja, schließlich hat man dann gesagt, naja gut, dann fangen wir doch mal an, machen wir mal eine Nadel. Und dann durfte ich sogar mitreden. Das fand ich also ganz toll. Und da ist dann diese Super Universal draus geworden.
weil wir dann eben verschiedene Eigenschaften zusammengebracht haben. Also die hat Eigenschaften von der Stretchnadel, von der Jeansnadel, von der Universalnadel, plus dann eben noch diese Beschichtung. Und deswegen haben wir die also super universal genannt, ne? Wobei, was ich heute so merke, viele Leute verwechseln sie mit der Universalnadel, ne? Ja. Also die nehmen das super nicht so unbedingt wahr. Das Und erkläre ich eigentlich sehr oft. So, die Kurzfassung ist die Steigerung der Universalnadel. ja, Also im viele Endeffekt. haben dann diese Tendenz zur Super Stretch. Also irgendwie die Verbindung Universal und Super Stretch Nadel. Also nein, das ist die verbesserte Universalnadel, die man wirklich für ganz, ganz viele Sachen benutzen kann. Aber ich musste gerade dran denken, ich glaube, du weißt das auch noch. Meine erste Super Universalnadel, die ich bekommen habe von unserer Petra, probier mal aus. Und ich habe einiges genäht, auch mit dem Style Fix, klappte super. Und dann habe ich auf gelbem Kunstleder gequiltet. Wer macht sowas, war dann wieder die Frage. Ja, kann ja mal passieren. Und ich hatte auf dem gelben Kunstleder ganz, ganz viele schwarze Einstichstellen. Und das Problem ist, ich finde dieses Teil nicht mehr. Ich wollte es euch ja noch schicken, diese Tasche, die ich daraus genäht habe, aber ich finde es beim besten Willen nicht mehr. Und ich konnte es nicht reproduzieren. Ich habe ja noch gelbes Kunstleder, ich habe es immer wieder versucht. Anscheinend habe ich eine ganz frische, super universal erwischt, als ich losgenäht habe. Weil es steht ja, glaube ich, steht es noch auf der Nadelpackung oder es steht im Nadel-ABC, dass man bei hellen Stoffen die ersten paar Genau. Zentimeter abnähen sollte. Ja, habe ich nicht Also gemacht. es ist halt so, es gibt bestimmte Stoffe. Ich kann die nicht genau verifizieren, welche das sind. Ich habe es einmal auch mit einem weißen Baumwollstoff gehabt, der weiß bedruckt war. Da war anscheinend dieser Druck, der hat auch irgendwelche Stoffe beinhaltet, die anscheinend einen Teil von dieser Beschichtung lösen. Das bleibt dann in den Einstichlöchern sichtbar. Das ist aber, wie gesagt, ich habe es dann, nachdem du mir das erzählt hattest, ja auch bei ganz vielen verschiedenen Kunstledern versucht, die wir Ja. hatten, auch teilweise aus der Industrie, die eben für Sitzmöbel verwendet werden. Wir hatten auch welche dann gekauft. Und ich konnte das halt auch bei Kunstleder bisher nicht reproduzieren. Ich nutze diese Nadel zu Hause fast nur noch. Natürlich auch andere Sachen, wo ich andere Nadeln nutze, aber für die meisten meiner Anwendungen passt die. Und ich habe es bis auf diesen einen Fall nie nachvollziehen können. Wir hören aber immer wieder davon, auch von Kunden. Es ist selten, dass man uns das sagt. Aber wir haben deswegen auch diesen Hinweis, dass man sie bei hellen Stoffen einmal ausprobieren soll und sich das angucken soll, wie eben der Stoff mit der Nadel reagiert. Und dann kann man entweder die Nadel einnähen. Also normalerweise, wenn man eine Zeit lang mit der Nadel näht, wird auch die Oberfläche etwas heller. Dann ist aber auch die Wirkung trotzdem noch da. Aber man muss eben selber dann auf seinem Stoff das ausprobieren. Wir empfehlen ja sowieso immer vorher mal so kurz mit der Nadel über den Stoff zu nähen. Da braucht man auch keinen Faden dafür, ja. Also Ja. wenn eine Nadel den Stoff kaputt macht, gerade jetzt so bei Jerseys oder so, hat man das ja schon mal. Dann sieht man das auch, wenn man ohne Faden einfach mal ein bisschen auf dem Stoff rumnäht. Ich mache das dann so, ich nehme den Stoff dann in die Hand, ziehe mal ein bisschen dran in Längs- und Querrichtung. So wie es auch beim Tragen passieren würde, und dann sieht man das sofort. Ja, das haben wir auch Und in diesen Nadelvideos besprochen. Wer sich daran erinnern kann, bei der letzten Online-Hausmesse war die Petra auch dabei. Da haben wir verschiedene Videos zu unterschiedlichen Nadeln gemacht und sie hat einfach mal erklärt, für was sie gedacht sind und wie man sie benutzt und wie man zum Beispiel auch so eine Nähprobe machen kann, um zu schauen, ob die Nadel Löcher verursacht. Ich glaube, das ist ein Standardthema, oder? Meine Das ist Nadel ein macht Löcher in den Standardthema, ja. Jersey. Wobei
man ja immer so der Meinung ist, ich muss nur eine Jersey-Nadel nehmen, dann gibt es keine Löcher. So, und wenn ich aber jetzt zum Beispiel so eine sortierte Packung habe, wo dann 70, 80, 90, 100 drin sind, ja, so mal als Beispiel, und ich nehme dann ganz rechts eine 100er Nadel, weil ich gar nicht auf die Nadeldicken gucke und will damit meinen Jersey nähen, dann hat man fast sicher Löcher, weil die Nadel bei für viele Stoffe einfach zu dick ist. Es gibt Stoffe, die man mit einer 100er Jersey-Nadel näht, aber so die Standard-T-Shirt-Ware ist ja eigentlich dünner und da würde ich keine 100er Nadel für nehmen. Und das ist eben häufig auch der Fehler, man muss auch nicht nur die richtige Nadel nehmen, also was jetzt zum Beispiel die Spitzenform angeht, sondern auch die richtige Nadeldicke. Und da denkt auch nicht jeder dran. Ja. Passiert mir auch, ne? Ich habe manchmal eine Nadel in der Maschine, will schnell mal was nähen und ja, weil ich einfach eine Naht zunähen will oder so und schwupps, da ist es dann passiert, weil ich habe dann vom letzten Mal, ich sag mal, vielleicht die Ledernadel drin, ja, und nicht mehr dran gedacht, dass ich zuletzt Leder genäht habe und wenn ich damit ein Jersey nähe, dann ist doch klar, dass da alle Stiche zerschnitten werden. Ne? Ja, was würdest du dann sagen, welche Nadeln muss man unbedingt zu Hause haben? Universalnadeln. Also Deswegen heißt sie Universalnadeln, universal. ja, also das würde ich jedem empfehlen. So, die gibt es ja auch. In Sortierungen, das heißt, dass unterschiedliche Nadeldicken in einer Packung sind. Und da habe ich schon für ganz viele Fälle eine Nadel, wo ich eben was nähen kann und was auch häufig gut funktioniert. Es gibt natürlich immer Nadeln, die für bestimmte Stoffe bessere Eigenschaften haben, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit noch höher ist. Aber für ganz viele Stoffe reicht tatsächlich auch die Universalnadel. Was ich mir gerade gedacht habe, was ich an Sorten hier habe. Ich hatte nämlich letzte Woche erst wieder mein Erlebnis mit der Black Super Fein, also auch eine sehr spezielle Nadel. Lohnt sich aber immer, eine Packung zu Hause zu haben. Es gibt bei Fliesen zum Beispiel und bei Garnen Starter-Kits. Das wäre doch mal was für Nadeln. Eine Packung, wo so das Basissortiment drin ist in den Basisstärken. Kombiniert mit dem Nadel-ABC. Genau, wir haben tatsächlich so, das nennt sich dann bei uns Kombipackung, wo dann Universalnadeln drin sind oder Universal plus Stretch oder Universal plus Stretch plus Jeans, also in den verschiedensten Kombinationen. Gut, wenn man noch gar nicht weiß, was man überhaupt nähen will, da würde sich dann die Allrounder-Kombi lohnen, wo eben halt relativ viele verschiedene Nadeln drin sind in den gängigsten Nadeldicken. Aber wer schon weiß, also man kann ja bei uns mal auf die Webseite, auf der Webseite ist ein Produktkatalog zu finden. Da kann man mal nach dem Begriff Kombi gucken. Und dann kriegt man so alle Kombipackungen angezeigt. Die gibt Ja. es aber nicht bei jedem Händler in der Form. Ich Ne? habe gerade Also überlegt, ja. da ist natürlich auch immer die Frage, hat der Händler die auch alle da? Also man wird dann vielleicht ein oder zwei Kombis bei seinem Händler finden. Manche haben gar keine, weil manche Kunden sagen auch, ich brauche diese Kombi nicht, weil da ist zum Beispiel eine Topstitch-Nadel Ja. drin, weil ich weiß nicht, wofür ich die verwenden soll. Und Vielleicht machen wir mal ein Nähpack-Survival-Paket mit Nadeln, die man unbedingt ja, haben muss. und das kommt ja auch immer darauf an, was man näht. Ne? Also wenn ich keine Stretchstoffe nähe, weil ich die nicht mag zum Beispiel oder weil ich nur Patchwork mache, dann brauche ich auch keine Stretchnadeln. Ne? Ja, also man kann sich aber auch ein Sortiment zulegen, weil Nadeln sind jetzt nicht so teuer, also wenn man es immer im Verhältnis zur Nähmaschine sieht, ein sehr günstiges Zubehörteil und Verschleißmaterial. Das ist auch eine Frage, die wir oft hören. Wie oft soll ich die Nadel wechseln? Wie argumentierst du da? Ich sage auch immer, das kommt drauf an. Das ist Ja. halt,
sehr schwierig. Also wir können da nur so Richtlinien geben. Also in der Industrie ist so ein Standard, dass man einmal pro Schicht die Nadeln wechseln sollte. Das hieße alle 8 Stunden. Da wird aber natürlich wirklich diese 8 Stunden auch genäht mit der Nadel. Im Haushaltsbereich ist das auch so, 6 bis 8 Stunden sagt man da üblicherweise. Aber es kommt halt auch immer darauf an, was nähe ich für ein Material. Also wenn ich jetzt, also ich nähe auch schon mal BHs, also sehr feine Stoffe, sehr empfindliche Stoffe. Da würde ich es vielleicht öfter wechseln. Wenn ich eine Jeansnadel habe, da sieht man, die sind ja auch ein bisschen robuster. Da reicht es vielleicht ein bisschen später zu wechseln. Aber ich sage, es kommt auch auf die Person an, die davor sitzt. Ja, wenn ich also an meiner Maschine immer helfen will, in Anführungszeichen, beim Transport, ja, es gibt ja solche Kandidaten, die dann gerne mal schieben und ziehen und gar nicht den Transporteur arbeiten lassen, was ja eigentlich seine Aufgabe ist, dann kann es schon passieren, dass die Nadel, wenn die halt dünn ist, je dünner Nadeln sind, umso biegsamer sind sie natürlich. Und dann wird die Nadel vielleicht mitgezogen mit dem Material. Und ja, wenn sie dann die Stichplatte trifft, dann ist sie kaputt. Und bei manchen ist das tatsächlich schon bei den ersten 2, 3 Stichen. Ja, überleg dir mal, wenn du ein dickes Material hast, du setzt es unter den Nähfuß, der Nähfuß steht schief. Ich schiebe ein bisschen, weil ich nichts hinter den Nähfuß lege, damit der Nähfuß gerade ist oder nicht dieses schwarze Knöpfchen nutze. Ja, dann kann die Nadel eben auch ganz schnell kaputt sein. Oder aber wenn ich nur die Stichplatte touchiere, das heißt also, die Nadel ist nicht kaputt. Man hört es vielleicht gerade so, dass sie touchiert hat, aber dann kann es sein, dass die Spitze beschädigt ist. Ja. Und mit einer beschädigten Spitze möchte ich nicht unbedingt weiternähen. Das kann bei Jeans gut gehen, aber ich habe zum Beispiel so eine Tasche, die ich dann auch gerne mal zeige. Ich habe mich damals richtig darüber geärgert. Ich habe das zu spät gehört, dass die Nadel kaputt ist. Das hört man ja auch oft. Habe sie dann irgendwann mal gewechselt und habe dann aber gemerkt, nachdem ich die Tasche dann gewaschen hatte, dass ich sie leider zu spät gewechselt habe, weil überall, wo die Nadel schon kaputt war, sieht man eben an den Einstichlöchern kommen die Fäserchen vom Stoff raus. Die Ja. hat also die Materialfäden beschädigt, angestochen und die Fasern lösen sich dann beim Waschen durch dieses mechanische Aneinanderreiben und es sieht also unschön aus. Das, was mich damals sehr geärgert hat, Die Tasche hast du in den Videos dabei, ne? ne, das, genau, das freut mich halt jetzt, weil ich den Leuten also zeigen kann, es passiert jedem mal. Ich meine, gut, damals war ich noch nicht bei Spez, dann hätte ich vielleicht früher gewechselt, weil ich mehr Nadeln dabei gehabt hätte. Aber man sollte da auch tatsächlich nicht zu geizig sein, weil letztendlich für den Stoff zahle ich ja viel mehr und meine Arbeitszeit ist mir auch zu schade, um da was zu produzieren, was mir nachher nicht gefällt oder wo ich mich jedes Mal drüber ärgere, wenn ich es benutze, ne? Ja, also wir wollen ja jetzt nicht alle Nadelsorten ansprechen, weil das wären ein paar Folgen. Wir haben ja auch die Videos gemacht. Ihr habt eine sehr informative Internetseite, finde ich. Also auch in den Dokumenten, was man dort findet, technische Zeichnungen von Nadeln, genaue Bezeichnungen, Öhrgröße, Schaftdurchmesser. Das kann sich jeder anschauen und kann sich informieren über die Nadel, die man vielleicht gerade sucht, oder auch in die Feinheiten schauen, wer sich gern damit beschäftigt, so wie ich. Warum ist das jetzt anders? Oder warum sehen die für mich gleich aus? Weil es gibt ja wirklich Nadelsorten, da gibt es keinen technischen Unterschied mehr, sondern die Bezeichnung ist einfach nur anders, damit jeder Anwender die passende Nadel findet. Also da muss ich gerade mal was dazu sagen, weil das ist auch so eine Schwierigkeit, das haben wir in der letzten Zeit auch gemerkt. Je nachdem, was für einen Maschinenhersteller man hat, steht vielleicht in der Bedienungsanleitung nicht 130 705 H drin, was ja die Universalnadel ist, sondern es steht der Be Begriff HAX1 oder HA mal 1 drin. Ja. Und
Das ist einfach nur, wir sagen dazu eine Parallelbezeichnung oder eine Alternativbezeichnung für dieselbe Nadel, weil diese Nadel ist im asiatischen Raum, wird die eben halt unter HA mal 1 oder HAX1 verkauft. Da kennt man die unter der Bezeichnung, bei uns kennt man die eben unter der anderen Bezeichnung. Jetzt werden ja viele Maschinen in Asien gebaut. Folglich steht in der Anleitung auch HA mal 1. Genau, und das ist eben beim Übersetzen, wird da vielleicht auch nicht dran gedacht, wo die Maschine dann nachher hingeht und dass da ganz andere Bezeichnungen üblich sind. Und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt im neuen ABC auch uns bekannte Parallelbezeichnungen mit aufgenommen, dass man eben dann auch nachschauen kann. Das ist was ich auch ganz häufig sehe in der letzten Zeit. Es gibt Overlock-Maschinen, die mit dem Nadelsystem HA mal 1 SP ausgerüstet werden sollen. Und da wird immer nur von der HA oder HAX gesprochen im Gespräch. Und wenn ich das mitbekomme, dann informiere ich auch immer, es gibt da verschiedene Varianten. Also HAX1 ist die Universalnadel, HAX1 SP ist die Super Stretch-Nadel. Und da sind schon deutliche Unterschiede zwischen den Nadeln, ne? Das kann man ja übertragen an die Nähmaschine. Würdest du einen Stoff mit einer Universalnadel nähen, für den du eigentlich eine Super Stretch brauchst? Also, da sprechen wir ja wirklich schon von normalen Jersey, Baumwoll-Jersey oder Baumwoll-Webware mit der Universalnadel. Man kann auch Jersey mit einer Universalnadel nähen. Ja. Oder ich habe einen hochelastischen Stoff, wie bielastischen Lycra, für den brauche ich eine Super Stretch. Ja. Und das macht bei der Overlock auch einen Unterschied. Genau. Das sind zum Beispiel diese Eigenschaften der Nadel. Also die kann man ja bei uns auf der Webseite auch nachlesen. Da sind also die wichtigsten Unterschiede aufgeführt. Es gibt auch immer noch so kleine, feine Sachen, die man sehr schwer erklären kann. Aber so das, was wirklich den Effekt ausmacht, haben wir eigentlich immer da stehen. Und bei der Super Stretch ist das zum Beispiel, dass die Abflachung etwas anders ist. Die sind also, man muss sich das so vorstellen, es weiß ja jeder, dass wir diese Abflachung haben, zum einen, damit die Nadel richtig eingesetzt wird in der Nähmaschine, damit also die Hohlkehle dem Greifer zugewandt ist, damit der Greifer Platz hat. Sie sorgt aber auch dafür, dass der Abstand zum Greifer korrekt ist. Und diese Abflachung ist zum Beispiel je nach Nadeldicke oder auch bei verschiedenen Nadeltypen anders, damit der Abstand zum Greifer immer gleich bleibt. In der Industrie hat man das, wenn man eine Rundkolbennadel hat, nicht so unbedingt. Da muss man dann den Greifer verstellen, wenn man zum Beispiel eine andere Nadeldicke hat. Also ich sag mal, wenn ich mit einer 60er Nadel gearbeitet habe und auf einmal eine 200er Nadel brauche, die gibt es ja im Industriebereich, ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass man diese großen Sprünge hat. Aber um es einfach einmal klarer zu machen, das heißt, man hat ja einen Unterschied von um die 1,5 Millimeter dann in der Nadeldicke. Und dadurch kommt sie dann natürlich auch dichter an den Greifer. Und vielleicht zu dicht und würde den Greifer beschädigen. Deswegen haben die einen Mechaniker, der das eben anpasst, damit der Abstand immer gleich ist. Wir zu Hause haben aber leider keinen Mechaniker, der uns jedes Die Mal, wenn wir wenigsten. eine andere Nadeldicke einsetzen, unseren Greifer einstellt. Und deswegen wird das bei uns eben über diese Abflachung auch geregelt. Immer wichtig, das passende System zu verwenden. Genau. Man kann, also wir hatten es vorher ja schon, man kann auch andere Nadeln verwenden, wenn man was ausprobiert. Aber man muss sich immer im Klaren sein, dass es dann sein kann, dass es nicht funktioniert. Dann muss ich einen Check machen. Es ist eigentlich nicht das Einfachste. Ich habe immer die passenden Nadeln zu Hause, die wirklich gut funktionieren. Dann kann ich Experimente machen für bestimmte Stoffe, für bestimmte Sachen, die ich machen will. So wie ich zum Beispiel Leder nähen mit einer Overlock, mit einer Ledernadel. Dann gehe ich davon aus, dass es auch schief gehen kann. Aber ich kann jederzeit zurück. Ich habe immer das passende Nadelsystem hier und kann checken,
Stimmt jetzt mit meiner Maschine was nicht, weil ich vielleicht was kaputt gemacht habe mit meinen Experimenten? Oder liegt grundsätzlich ein anderes Problem vor bei der Maschine? Anleitung reinschauen, passende Nadel kaufen und wenn man sich unsicher ist, fragen. Dafür sind wir da. Ja, also das ist ja der Vorteil, den du hast. Du weißt sehr viel über Nähmaschinen, du weißt sehr viel über Nadeln und ich glaube, du bist dir auch bewusst, wo du was austauschen kannst oder nicht. Das ist aber nicht bei jedem Anwender so. Es gibt halt sehr viele Anwender, die sich sehr unsicher sind, die vielleicht gerade erst anfangen zu nähen. Und deswegen sagen wir eigentlich, wenn jetzt bei deiner Overlock-Maschine die HA mal 1 SP als Nadelsystem drinsteht, bitte verwende die, weil bei anderen Nadeln kann es dir passieren, dass du zum Beispiel Fehlstiche kriegst. Aber es gibt ja auch Nadeln, die gar nicht reinpassen. Es gibt ja auch zum Beispiel Rundkolbennadel. Also im Bereich Schnellnäher hast du ja auch, da werden ja auch dann zum Teil diese Industrienadeln eingesetzt. Die kriegst du gar nicht erst unbedingt rein in deine andere Maschine. Aber selbst wenn du sie reinkriegen könntest, dann könnte es dir unter Umständen passieren, weil dann stimmen ja auch andere Abmessungen nicht, dass dann du damit deine Maschine kaputt machst. Ja, also ich bin tatsächlich auch noch nicht auf die Idee gekommen, in meiner Overlock eine Rundkolbennadel einzusetzen. Ja, aber Ich ich sage ja, das passiert aber häufig. Es gibt ja auch für verschiedene Overlock-Maschinen, das sind meistens ältere oder Industriemaschinen. Es gibt ja, also wir sind hier in einem Bereich, wo früher sehr viel Jersey-Fertigung war. Und da haben sich viele Personen die Maschinen, wenn die geschlossen wurden, diese Firmen, die Maschinen dann nach Hause geholt. Die Ja. brauchen dann bestimmte Industrienadeln. So, wenn ich aber jetzt nicht genau weiß, welche ich brauche und ich gucke beispielsweise im Internet nach Overlocknadeln, da gibt es ja ganz viele verschiedene, die gucken nur, die sehen dann Overlocknadel, kaufen sich die und setzen die in ihre Maschine ein. Und da gibt es eben halt sehr viele Unterschiede. Ja. Manchmal ist es tatsächlich auch die Länge der Nadel, manchmal ist es die Kolbendicke oder der Kolbendurchmesser oder. Und da gibt es eben halt ganz viele Unterschiede und da muss man halt schon ein bisschen genauer hinschauen, was man kauft. Und deswegen stehen bei uns immer auch die Systembezeichnungen dabei. Ja, also das Nadel-ABC ist auf jeden Fall etwas, was in jedem Nähzimmer liegen sollte. Wer sich mal eins holen will, die Petra hat zum Beispiel auch immer welche dabei, wenn sie auf Messen ist. Also in Karlsruhe hätte man sich welche abholen können, bei den Patchwork-Tagen in Moers, aber es geht ja immer weiter. Wenn ihr so einen Stand von Schmidt seht, dann holt ihr euch so ein Nadel-ABC. Und die Farbmarkierungen. Die haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber ich glaube, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Die sollten auch überall bereit stehen oder hängen. Also ich habe es mir ausgedruckt in DIN A4. Wer die sucht oder mal größer ausdrucken will, bei uns auf der Webseite ist im Bereich Wissen die Farbmarkierung drin. Da ist eine Grafik drin, die kann man sich dann auch groß ausdrucken, wenn man möchte. Und das Nadel-ABC ist bei uns auch auf der Webseite zu finden. Also wer jetzt gerade keine Gelegenheit hat, auf Messen zu gehen oder die bei seinem Fachhändler nicht findet, also bei euch gibt es die ja Geht die normalerweise, auch, ja. dann kann man sie sich da ja Ja. auch besorgen. Aber wie gesagt, ansonsten gibt es sie bei uns auch auf der Webseite zum Ihr habt so Downloaden. ein kleines Heftchen, das finde ich halt sehr praktisch. Braucht nicht so viel Platz, man kann jederzeit reinschauen. Es ist ja auch manchmal in Goodie-Bags dabei, wenn was ausgeteilt wird. Und online kann man jederzeit reinschauen, ist natürlich dann immer die aktuellste Version, weil da ändert sich ja manchmal auch was. Dann kann man zumindest einen Blick reinwerfen oder sich das Nadel-ABC selbst ausdrucken. Die Übersichten, die werde ich in den Shownotes verlinken, damit ihr das alles findet. Auch die jeweils angesprochenen Nadelsorten. Ich höre mir die Folge dann ja nochmal an und sammle die Links. Auch zu den Videos von der Hausmesse, die Nadelvideos. Die sind sehr informativ und schön aufgeteilt in unterschiedliche Sorten. Ja, ich würde sagen, wir haben
mal wieder ausführlich über Nadeln gequatscht. Da könnte man mehrere Folgen draus machen, habe ich Oh ja. festgestellt. Also ich sehe schon, für den nächsten Geburtstag haben wir genug in der Pipeline, da können wir weiter quatschen. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Nadeln, die ihr braucht, zu eurer Maschine, zu irgendeiner Nadelstoffkombination, dann könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Entweder über Instagram beim Nähpark, über Instagram bei diesem Podcast, also einfach unterstrich Näher unterstrich Podcast, da könnt ihr auch fragen, oder über den Nähratgeber. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wer das alles nicht mag, der kann uns auch gerne eine E-Mail schreiben an service@nähpark.com mit dem Hinweis, dass es um den Podcast geht. Auch dort werden eure Fragen beantwortet. Wenn welche für Petra dabei sind, leite ich die gerne weiter. Entweder gebe ich das dann zurück oder wir machen wirklich nochmal eine Nachbesprechung zu den Nadeln. Wenn du Zeit hast, Petra ist immer viel beschäftigt. Deswegen freut es mich, dass du hier warst, um eine Zeit lang mit mir über Nadeln zu sprechen. Und euch wünsche ich dann noch viel Spaß beim Nähen und Sticken mit Schmeds Nadeln und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss.